Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn wir nur das machen, was wir gewohnt sind, machen wir tote, langweilige Religion. Gott redet in deine Situation hinein. Gott redet in deinen Moment hinein. Wenn Gott sagt, dass er jeden Tag Neues schafft, gibt es auch neue Informationen. Du bist geschaffen, um zu hören. Ich habe hier so ein Bild rausgesucht, das etwas modernere Modell ist hier. Geschaffen, um zu hören. Wir sind geschaffen, um zu hören. Manche meint man, sie sind geschaffen, um zu reden. Du kommst irgendwo hin oder rufst irgendwo an, und mein Vater hat das ab und zu so dramatisch gemacht. Wenn jemand nur geredet hat und er gesagt, Liebs, hör mal zu, und immer nur geredet, dann hat er den Hörer auf die Seite gelegt, also so, dass er es noch hört, und hat seine Arbeit weitergemacht. Und bis der eine mal gesagt hat, hallo, hallo, nach so 10 Minuten, dann sagt er, jetzt können wir miteinander reden. So geht es oftmals auch, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, sein sollten. Du hörst das, wozu du dich entscheidest. Ja, Nachrichten, wir hören Nachrichten, wir hören Anweisungen, tu das, tu jenes. In der Ausbildung hören wir die Lehrkräfte. Wenn wir Auto fahren, hören wir aufs Navi. Wir sind geschaffen, aber auch von Gott zu hören. Und das sagt so mancher, ich höre nichts. Ich bin jetzt schon so lang Christ, ich höre nichts. Und da wollen wir heute ein bisschen was tun, dass du begreifst, dass du doch wirklich hörst. Wir lesen in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Also, hier ist doch schon die Lösung. Meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt hier nicht, meine Schafe hören manchmal oder nur die Auserwählten oder nur die sehr stark beten, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Also, die Voraussetzung ist geschaffen, dass wir hören. Nur mancher sagt, ich höre trotzdem nichts. Aber der Vers geht ja auch noch weiter. Ich kenne sie und sie folgen mir. Sie folgt, wir können nur folgen, wenn wir auch hören, wo es hingeht. Und so ist auch oftmals so, dass die Leute, die nicht hören, auch nicht folgen können. Sie machen dann das, was andere tun, aber sie haben nicht von Gott gehört, dass das der Weg ist, sondern sie machen es, weil sie meinen, das ist richtig, das hat Großvater und Urgroßvater schon mal getan, das muss doch richtig sein. Hören und folgen. Es steht auch nicht hier drin, es hören die meisten, aber ein paar sind taub. Und ihr Lieben, was da auch steht, meine Schafe hören meine Stimme. Da ist auch Gehorsam drin. Gott hat dich eingeladen, mit ihm zu kommunizieren. Und kommunizieren ist nicht nur, Herr, ich brauche dich und Herr, Hilfe und Herr, du weißt der und jener und der Böse und das und jenes und Herr, hilf mir, Amen. Und du denkst, ja, was passiert jetzt? Passiert vielleicht gar nichts? Nein, er möchte auch mit uns reden und wir dürfen hören. Und ich habe oftmals den Eindruck, dass, wie ich es am Anfang schon sagte, dass wir manchmal so viel reden und ihm Dinge erklären, er sagt, jetzt komm doch mal in die Ruhe und hör mal. Gottes Heiliger Geist spricht zu dir, Gottes Heiliger Geist spricht zu unserem Geist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir es wissen. Der Gottesgeist, heißt es
im Wort Gottes. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, mit ihm leben, lebt er in uns. Und Gottes Geist spricht zu deinem Geist. Ich habe gravierende Erlebnisse schon gehabt. Ist nicht so, dass ich jeden Tag so gravierend Gott höre, aber immer, immer mehr. Es macht in der letzten Zeit so viel Freude, in wie vielen Dingen ich Gott höre. Und es ist dann manchmal so ein Reichtum. Ich habe so ein paar Erlebnisse im Leben gehabt. Das ist so ein Reichtum, wie Gott zu mir geredet hat. Wir waren drüben in der Pauluskapelle. Hier wurde begonnen zu bauen. Und es war alles Baustelle und zu der Zeit, ja, wie gesagt, war, ich weiß nicht mehr, wie weit der Bau war, aber es war noch kein Dach drauf. Und mein Vater hatte die Idee, wir machen 3 Gebetsabende, das hat mir Gott so aufs Herz gelegt, sagte er, und wir haben das gemacht und ja, so ein paar Leute kamen und wir hatten eine tolle Zeit und ihr wisst ja, schon seit Urzeiten mache ich Lobpreis und ich sitze da an der selber gebauten Orgel. Wir haben mal eine Orgel selber gebaut, das waren ja noch so die Unterhaltungsorgeln, nicht sowas, nicht eine Pfeifenorgel. Saß da und habe halt mit Musik untermalen und irgendwo hat es in mir geheißen, ach Mann, jeder kann beten hier und du sitzt da und spielst. Ich bin runter von der Bank, habe mich hingekniet und in dem Moment begegnet mir Gott in so einer Weise und sagt mir, ich sehe die Kirche fertig, die noch nicht fertig war und sehe, wie Gott so über die Kuppel streichelt, wie man ein Kind über den Kopf streichelt und sagt, Daniel, da möchte ich dich gebrauchen. Das war so stark, dass wenn ich schon dran dachte, die Woche drauf, musste ich weinen. Ich wollte es meinem Vater sagen und habe immer wieder Anlauf genommen und ich habe es nicht geschafft. Ich musste immer wieder weinen. So stark war es da. Nach einer Woche bin ich zu ihm ins Studio und er hat immer wieder technische Sachen gebraucht und bin ich bei ihm im Studio gewesen. Dann denke ich, jetzt ist eine gute Gelegenheit, jetzt sagst du es. Ich habe es ihm gesagt und seine Antwort war, ja, schön, könntest du mir mal das da geben? Ich war sowas von enttäuscht. Ich war sowas von enttäuscht, denke ich, Mann, in mir macht das so etwas. Und ja, und so ist vielleicht dir auch schon gegangen. Du hast was erlebt, du erzählst es und die anderen sagen, ja, ach, nimm es nicht so ernst. Du wirst auch wieder normal. So Sachen hat man auch schon gehört. Ja, aber man hat selber erlebt und dieses Erlebnis wird mir das ganze Leben bleiben. Ja, Gott redet in unterschiedlicher Weise. Gott schenkt dir vielleicht eine brillante Idee. Das ist Reden Gottes. Er kommt nicht mit dem Megafon und brüllt dir ins Ohr. Nein, manchmal ist eine gute Idee, die du bekommst und sagst, oh, wow, das ist es. Oder kennt ihr das auch? Es ist eine Atmosphäre, wo du spürst, Gott ist hier, nur ich sehe ihn nicht. Kennt ihr das? Und das ist auch Reden Gottes. Und wenn wir in der Bibel Lukas 4, Vers 4 aufschlagen, da heißt es, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Also nicht nur das Materielle, nicht nur das, was du greifen kannst, was du essen kannst, sondern was er dir zusagt. Was Gott ihm zusagt, nicht was irgendwo für alle gilt. Wir hören nicht, um etwas Zusätzliches zur Bibel zu erfahren, sondern wir hören, um das Wort Gottes, um die Bibel besser zu verstehen. Manche, was ganz Spezielles, außerhalb der Bibel. Es heißt ja auch, das, was man nicht mit der Bibel vergleichen kann, da müssen wir vorsichtig sein, ob es wirklich echt und richtig ist. Er sagt dir nicht was
außerhalb der Bibel, sondern wenn wir hören, dann verstehen wir auf einmal, was in der Bibel damit gemeint ist. Abraham, ihr kennt Abraham, bestimmt nicht ganz persönlich als Nachbar, aber ihr kennt Abraham. Abraham sollte Isaak opfern. Dass wirklich Abraham zeigte, dass Gott an erster Stelle ist. Er nahm Isaak mit auf den Berg Moria. Er wollte ihn wirklich schlachten. Nicht, weil es ihm Spaß gemacht hat, sondern weil er Gott zeigen wollte, du bist an erster Stelle. Und er hat ja alles vorbereitet. Ich möchte es nicht zu ausführlich sagen. Er kennt diese Bibelstelle, wo das beschrieben ist. Und er nahm den Dolch und wollte ihn erstechen, wollte ihn töten. Und dann kam eine Stimme, die sagte, stopp! Hätte Abraham nicht zugehört, wäre Isaak gestorben, obwohl es Gott nicht wollte. Da sagst du, ja Gott, du hast doch gesagt, opfere Isaak. Ja, wir müssen ständig zuhören und es gibt Menschen, die haben einmal von Gott gehört und dann rennen sie und Gott sagt, wo glaubst du denn hin? Und ja Gott, du hast mir gesagt, ich soll, jetzt war doch mal, nein, du hast gesagt, ja, Gott spricht immer wieder. Und wie viele Isaaks wurden schon geschlachtet, geopfert, nur weil Christen das taten, was Gott einmal sagte und nicht, was er heute spricht. Ihr Lieben, es ist immer im Zusammenhang von der jetzigen Situation. Beispiel, Mose. Mose, die brauchten Wasser in der Wüste. Und Gott sprach zu Mose, schlage den Felsen. Er schlug den Felsen und es floss Wasser. Später war ähnliche Situation und Gott sagte, Mose, rede zu dem Felsen. Und Mose sagte, ich weiß, wie es geht und schlug den Felsen und Gott war sauer. Kennt ihr die Bibelstelle? Gott war sauer. Ja, in der Bibel steht doch, schlag den Felsen und das ist richtig. Warum soll ich nicht beim nächsten Mal wieder den Felsen schlagen? Das ist doch total biblisch. Gott sprach, rede mit dem Felsen. Drum ist es wichtig, damit wir nicht irgendwelche Gesetze aus der Bibel nehmen und sie jedem um die Ohren hauen und eigentlich ganz vergessen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Sünderin, die das Gesetz überschritten hat, also die Ehebruch begangen hat, sie wollten sie steinigen, weil es im Gesetz steht. Und Jesus war dort und hörte auf Gott und hat ihr vergeben. Wenn du immer noch Steine auf Menschen wirfst, tötest du, weil du Gottes Liebe nicht entdeckt hast. Und ich sag dir, wirf nicht Steine, sondern begreife, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Vergebung da ist, dass du, der wie Jesus Mensch und Fleisch und Blut geworden bist, so bist du Fleisch und Blut und du bist in Vertretung hier, die Liebe Gottes weiterzugeben. Und vielleicht hast du nicht gehört, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Seither ist Liebe und Gnade da. Wenn wir nur das machen, was wir gewohnt sind, machen wir tote, langweilige Religion. Stell dir vor, so gut wie jeder hat ein Navi mittlerweile im Auto. Du schaltest das Navi ein und das Navi sagt, bitte biegen Sie an der nächsten Ampel rechts ab. Du machst das Navi aus und sagst, jetzt weiß ich, wie es geht. Und an jeder Ampel sagst du, das Navi hat gesagt, ich soll rechts abbiegen.
Und du kommst in die nächste Stadt. Das Navi hat gesagt, ich soll rechts abbiegen. Irgendwann bist du wo du gar nicht hin möchtest. Und so leben manche auch mit der Bibel. Sie nehmen eine Sache raus und meinen, das ist das, was eigentlich Sache ist für das ganze Leben. Nein, Gott redet in deine Situation hinein. Gott redet in deinen Moment hinein. Wenn Gott sagt, dass er jeden Tag Neues schafft, gibt es auch neue Informationen. Stimmt's? Es gibt auch neue Informationen. Du hast ja auch nicht mehr einen Esel vor der Kirche stehen, den du angebunden hast, sondern fährst mit einem Auto oder mit der Straßenbahn. Ihr Lieben, das heißt nicht, dass die Bibel nicht mehr zählt. Oh nein, die Bibel ist wirklich das Fundament. Aber wir müssen Gott hören, was gerade dran ist und nicht irgendwie was falsch interpretieren. Glauben und Hören gehört zusammen. In der Bibel, ihr Lieben, Glauben kommt durch Hören, heißt es dort, und Hören durch das Wort Gottes. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ihr wisst, dass ich schon mit Dirk Schröder auf dem Meer unterwegs war. Und da war eine Situation, wir hatten eine tolle Zeit. Und er sagte, lass mal dein Lied laufen, Herz zu Herz von deiner CD. Und ich habe das laufen lassen. Und während dieses Lied lief, Lieben, drehte sich das Schiff und im Gebirge begegnete mir dieses Herz. Es hat mich zu Tränen gerührt, wie Gott redet. Auf einmal dachte ich, und die anderen haben das gar nicht so mitbekommen, auf einmal sehe ich dieses Herz im Gebirge. Gott redet auf unterschiedliche Weise. Ich liebe ja so Perspektive. Und als ich dann hier saß und Dirk sagte, jetzt schreibt mal auf, was ihr jetzt von Gott hört. Und schreibt nicht nur das auf, was ihr tun könnt oder was ihr glaubt, sondern auch das, was unmöglich ist, was ihr hört. Und ich hatte noch keine Situation, wo ich so viel am Stück gehört habe. Ich habe nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und geschrieben. Und im Hintergrund seht ihr nochmal dieses Herz im Gebirge. Und so hat Gott zu mir geredet. Für die anderen war das anders empfunden, aber für mich war das so eine Empfindung, so was Starkes. Ich habe es ja auch ein Stück in dem einen Buch geschrieben. Es ist seine Stimme, die uns am Leben hält und mit ihm verbunden hält. Wie höre ich Gott? Klar, aus der Bibel, das ist das Fundament. Aber ich höre auch manchmal Gott in einem ganz normalen Gespräch mit jemand. Auf einmal kommt ein Satz, sagt der andere einen Satz und ich sage, das ist die Antwort, die ich heute brauche, um die ich gebetet habe. Ganz anderer Zusammenhang, aber auf einmal hörst du, ja, das ist es. Oder eine Situation, du bist in einer Situation und auf einmal sagst du, wow, jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Lösung. Lobpreis und Anbetung ist das Gewohnte. Wo ich am meisten Gott höre, ist beim Aufwachen. Ich wache morgens auf, nicht jeden Morgen, aber sehr oft. Wache ich morgens auf und auf einmal, nicht, dass ich jetzt da groß bete und so weiter. Ich habe auch ein Kopfkissen und eine Bettdecke. Also ich wache auf und habe eine Lösung für was oder ich sehe was, was schief läuft oder irgendwo habe eine Lösung und ich muss dann aufstehen. Manchmal ist es so viel, dass ich schnell aufstehe, dass ich alles aufschreibe, sonst vergesse ich es. Und meine Mitarbeiter wissen, dass manchmal morgens um 5 oder um 6 schon eine Mail kommt. Heute Morgen ist mir
das und jenes aufgefallen oder das ist mir klar geworden oder tu das und tu jenes. Ich mache nicht immer die große Einleitung, Gott hat zu mir geredet. Nein, aber ihr Lieben, so hören wir Gott oder im Traum. Hören, verstehen ist auch eine Schule. Das ist nicht was, jetzt haben wir das Thema gehört, jetzt kann ich hören. Nein, es ist eine Schule. Du musst wirklich dein ganzes Empfinden, deinen Geist darauf schärfen, wirklich zu empfinden, in was ich alles höre. Und das macht mir in letzter Zeit so viel Freude, wie ich auf einmal da und dort höre, was Gott eigentlich zu mir zu sagen hat im ganz, ganz normalen Alltag. Er bereitet dir durch so vieles deine Lösung vor. Erkenne es. Oftmals ist was, wo du bekämpfst, eigentlich deine Lösung. Erkenne, wie Gott dir Lösungen vor die Füße wirft oder vor die Füße setzt, die du nehmen sollst und umsetzen. Ja, nein, so, ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Ja, da sind wir groß in solchen Worten. Ich möchte noch 2. Korinther 3, Vers 16 vorlesen. Aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Wenn man sich zu Gott wendet, dann geht der Vorhang auf. Es ist nicht so, dass der offen ist, wer will, kann kommen. Nein, ich wende mich zu Gott und kann hinein ins Allerheiligste. Der Weg ist frei. Und ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Früher beim Gesetz, da mussten die Hohenpriester und die durften nur einmal und die ganzen Vorschriften. Für uns, wo Jesus gestorben ist und für uns auferstanden ist, wir haben freien Zugang. Ist das nicht wunderbar? Und wisst ihr, was auch sehr, sehr wichtig ist? Reinheit ist der Preis für eine starke Gemeinschaft. Mit Gott. Es liegt an uns. Er möchte unser Ja, ich will, bevor er spricht. Er haut dir nicht alles um die Ohren, sondern Ja, ich will. Ja, Herr, ich will hören. Ja, Herr, ich will es verstehen. Ich will verstehen, wie du unterwegs bist für mich. Gehorsam, ihr Lieben, schaltet die Leitung frei, um zu hören. Hier, da ist jetzt kein Kabel mehr dran, aber wisst, die Dinger hatten Kabel. Schaltet die Leitung zum Himmel frei. Und das ist wichtig. Und ihr Lieben, die Verbindung, das Kabel, man hat heute nur noch Funk, aber ihr könnt es euch besser vorstellen, das Kabel, die Verbindung, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Das ist das Hören. Er wird dich in alle Wahrheit leiten und nicht in das Gesetz und in all das Auge um Auge, bestrafe und all die Dinge vom Alten Testament. Jesus kam mit seiner Liebe und erinnere dich nochmal, die Ehebrecherin, er hat ihr vergeben und hat sie nicht gesteinigt. Du bist geschaffen, um zu hören. Amen. Die Blindenschule ist ein ganz besonderes Projekt für uns und da hängt wirklich unser Herz dran. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie sie dort aufgenommen werden und wirklich ein lebenswertes Leben dort haben und einfach umsorgt werden. Uns ist dann besonders ein Kind aufgefallen, das eigentlich ein Gesicht hat wie eine Oma und ist erst 6 Jahre alt. Und dann wurde uns erzählt, dass die Mutter das Kind auf dem Rücken hatte. Und sie hat sich gebückt und das Kind fiel mit dem Gesicht voraus in kochendes Wasser.
Rucksack hat du. Was wir gerade gehört haben, sie hat aber eine super Stimme. Sie ist 6 Jahre alt und kann mit dieser Gabe dienen. Das ist wunderbar. Und diese Schule hier hat sie aufgenommen und sie lebt jetzt hier, wird hier betreut und geht hier zur Schule. Da passt man einmal nicht auf und dann ist das ganze Leben eigentlich kaputt. Und wenn man dann keine Hilfe bekommt wie hier, dann ist man eigentlich hier sowieso wie Schutt. Die Kinder werden auf den Abfallberg geworfen und der wird immer wieder verbrannt. Und dann sparen die Leute sich die Beerdigung sozusagen. Aber dieses Kind wurde aufgenommen und darf jetzt mit all den anderen zusammen sein, bekommt Nahrung, bekommt Ausbildung. Und das ist wirklich auch ein Segen für dieses Kind. Das Missionswerk Karlsruhe hilft dort, wo es kann. Nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland, Südafrika und in Israel. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.